Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Ich würde sagen, wir gehen nochmal den Weg hier zurück. Hier entlang, genau. Und schauen uns mal da hinten um, was uns hier noch fehlt. Wir haben schon vor, der komplette Dungeon hier zu erkunden. Um die ganzen Schätze zu finden, die es da gibt. Vor allem auch, wir haben hier noch einen Auftrag zu erfüllen. Und bisher sind hier in der Zone nur Eiswölfe und halt normale Wölfe. Ah, der hat nichts. Und gleichzeitig können wir dadurch, dass hier unten nur Wölfe sind, ordentlich Skillpunkte sammeln. Denn Skill Level haben wir jetzt 764.854. Und wenn ihr nochmal... Oh. So. Wenn ihr euch vor ein paar Folgen noch erinnert, da hatten wir noch, glaube ich, gegen so ein, wir hatten gegen so ein Lichtkind gekämpft, auf jeden Fall. Und da sind wir, was Skillpunkte angeht, enorm in die Höhe gegangen. Weil so ein Licht ist tatsächlich das stärkste, der stärkste Gegnertyp in dem Spiel. Aber wurde auch langsam Zeit. 7 Gold. Ein Wakizashi hatte einen Buckler. Ja, brauchen wir nicht. Und der andere hat 41 Gold. Und auch Wakizashi und Buckler. Buckler war. Aber wenn hier schon die Ritter kommen, dann heißt das, wir kommen dem Ziel immer näher. Komm, wir gehen erstmal nach dem Weg hier. Weil ich glaube, hier ist schon der Rand der Map. Ach komm, der Dolch kann auch was wert sein. So, dann müssen wir hier noch einmal Healing Potion nehmen. Ja, das ist schon der Rand. Das ist der Rand. Da müssen wir nochmal hin, weil hier haben wir noch nichts gemacht. Also gehen wir hier nochmal zurück. Also noch nichts entdeckt. Ich will schon die komplette Map hier aufdecken und alles finden. So, sind wir jetzt hier richtig? Genau, hier jetzt rechts. Und dann wieder links. Hier noch nicht links. Rechts. Und dann müssen wir da rein. Und dem Tunnel mal folgen. Haben wir das Loch? Ah, ich finde schön, dass hier unten es einfach aufhört zu ruckeln. Oh, ganze 3 Wölfe. Ah, hier sind jetzt blaue Wände. Okay. Aber sonst gibt es hier nichts. Hier in dem Raum mit den blauen Wänden. Gucken wir uns mal an, was es da gibt. Da, hier gibt es ja auch noch einen Schatz immerhin. Bracelet, ja, das nehmen wir. Ah, nein! Wir sind zu voll. Was wollt ihr denn? Noch ein Schatz. Welt. Ah, den können wir auch nicht mehr mitnehmen. Egal, dann gehen wir wieder zurück. Dann haben wir hier unten jetzt... Genau, die Ecke haben wir jetzt auch vervollständigt. Dann können wir wieder hier entlang und dann hier mal vervollständigen und schauen. Oder wir gehen nach Norden und schauen, wo die nördlichste Grenze ist. Obwohl, das müsste hier schon sein.
So. Ja, sind wir schon wieder richtig, genau. Wir gehen zuerst Richtung Norden. Hier sind wir falsch. Ja, wir hätten da abbiegen müssen. So. Hier rein. Dann jetzt Norden. Und dann noch einmal nach rechts und dann nach links. Ach, da war ja noch einer. Hier haben wir wieder eine blaue Wand. Aber hier gibt es sonst, abgesehen von der Tür, nichts. I touch your face. I'm in your words. I'm look block of space and behavior of birds. What am I? I touch your face. Also ich berühre dein Gesicht. I'm in your words. Ich bin in deinen Worten. I'm lock of space. Den Satz kann ich nicht so gut übersetzen. Ich bin gefangen im Raum, glaube ich. And beloved of birds. What am I? Also. Das ist, boah, das. Ich will es jetzt mal versuchen. Ich will es mal versuchen, von selber drauf zu kommen, bevor ich jetzt nach Antworten google. I touch your face. I'm in your words. I'm lock of space and beloved of birds. Geliebt von Vögeln? Soll das das heißen? Was bin ich? What am I? Boah, das ist jetzt schwierig zu überlegen. Wie wäre es? Ihr könnt in den Kommentaren gerne mitraten, was das sein könnte. Problematik hierbei ist, glaube ich, ich muss auf Englisch antworten. Also auf Deutsch wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Aber darauf muss ich erstmal kommen, vor allem. Wie heißt nochmal Haut? Skin vielleicht? Skin? Nothing happened. I touch your face, I'm in your words. I'm lock of space and beloved of birds. Ne, das kann's auch nicht sein. Ein Wind vielleicht? Das ist ja auch. Ja! Hinter mir ist nichts gekommen, ne? Ach ne, der schon wieder. Schnell, Healing Potions. Okay, wir haben schon gefunden, das Richtige. Schnell Healing Potion. Nochmal ein. Okay, den haben wir erledigt. Und er hatte nichts. Okay, es ist Wind. Bracer können wir nicht mehr mitnehmen. Und Torque können wir auch nicht mehr mitnehmen. Okay. Wie viel haben wir jetzt auf Tasche? 175 von 180, okay. Etwas, was über 5 Kilo wiegt, können wir nicht mitnehmen. The Ice Golem has nothing usable. Ich will aber nicht den Ice Golem. Ich will das da.
Hallo. Ja, you have found the tablet that Thielen Khan spoke of. Once he has hold of it, he can use it to decipher the location of the Labyrinthian. Nice. Das heißt, hier speichern wir noch einmal kurz hier ab. Und dann gehen wir weiter. Hier ist es also. Ein interessanter Weg bis dahin. Aber schauen wir mal, wo es hier auch nochmal weitergeht. Ob hier noch nichts gibt, aber okay. Ah, hier geht's irgendwo hoch. Hallo? Oder hier? Hä? Hier geht's hoch. Ah, da haben wir nochmal Gold. Ja. Bracelet können wir ja nicht mehr mitnehmen, aber. Hallo. Hier gibt's sonst auch nichts mehr. Okay. Und hier? Abgesehen vom Gold. Claymore können wir wahrscheinlich nicht mitnehmen. Genau, das war unser Gold gerade. So. Dann müssen wir einmal hier lang und dann da können wir weiter erkunden gehen. Warte. Ja, wir gehen hier Richtung Süden. Genau. Und sehen uns hier mal um. Und erstmal Richtung Norden. Gibt keine Tür, okay. Hier gibt es auch nichts mehr. Das ist ein Beschiss hier. Das ist eine Sackgasse. Komplett. Sei wieder zurück und dann hier so drum. Okay. Ja, ihr Wölfe, ihr seid gleich auch noch dran. Macht euch da keinen Kopf. So. Ist das jetzt hier richtig? Ja, hier ist richtig. Oh. Kurz erschrocken. Hier geht es auch nicht mehr weiter. Gut, wie kommen wir jetzt dahin? Das heißt, den ganzen Weg hier noch einmal zurück bis zu dem und dann nach Norden. Oh. Toll. Richtig toll. Wo geht es hier nochmal zurück? Ja. Richtig, richtig toll. Hier jetzt nochmal. Bin ich richtig? Ja, hier bin ich noch richtig. Nein, wollte nichts draufschreiben. Genau, da wollten wir jetzt rein und dann nur noch nach Norden durch. Genau, hier müssten wir jetzt richtig sein. Ja. Hier gibt es keine Wölfe, okay. Keine Schätze. Und da sind noch welche. Hier hat nichts. Keine Schätze. Ah, das ist schon ein bisschen traurig.
Dann gehen wir hier erstmal geradeaus durch. Kein Schatz. Der schon wieder. Hallo? Ah, endlich. Ich hasse diese Eisgolems. Und nochmal ein Heiltrank. Sollen wir da lang oder? Ja, wir gehen erstmal hier geradeaus. Also hier entlang. Ah, hier gibt es aber nichts. Da gibt es auch nichts. Und hier haben wir sonst schon alles entdeckt. Also bleibt jetzt nur noch dieses Stückchen hier. Und ja, haben wir eigentlich sonst alles. Dann nur noch dieses Stückchen und dann ab zum Ausgang. Na klar, kommt ihr jetzt. So, Healing. Healing. Hallo? Healing. Was ist mit dem? Ganz schnell Healing. Hallo, hier. Muss drauf gehen. Ja. Endlich. Hat lang genug gedauert. 47 Gold. Ja, nichts Wertvolles. Der andere. Was ist mit dem da? Was ist mit dem hier? 43 Gold. Was ist mit dem? Irgendwie auch. Oder den da. Der hat 14 Gold. Aber auch das gleiche. Hier müssen wir schwimmen. Okay, das ist interessant, dieses fliegende Ding. Oh, noch ein Schatz. Noch mehr Schätze. Nice. Ah, nein. Das Amulett können wir nicht mitnehmen. Den können wir auch nicht mitnehmen. So. Dann können wir mal schauen, was wir hier zurücklassen könnten. Was wiegt denn so ein Amulett? Hm? Mal schauen, welcher besser ist. Ich glaube, der hier. Dann lassen wir den. 8 Kilogramm wiegt er. Dann lassen wir den hier zurück. Ja. Und nehmen das Amulett mal mit. So. Und dann schauen wir mal, wo geht es hier weiter raus. Wir dürfen den ganzen Irrgarten jetzt zurück. Das wird ein Spaß. Aber was ich mich frage. Warte, hatten wir hier noch irgendwas? Brown Shield. Die Frage ist, wenn wir. Okay, hoch können wir da nicht springen. Schade. Schade.
So, aber den ganzen Weg jetzt zurück. Ey. Das heißt, hier dahin. Erstmal, also erstmal nach Westen. Weiter nach Westen, ja. So, dann hier Richtung Süden. So, dann heißt es hier auch erstmal Richtung Süden und dann Osten. Und dann wieder Süden und Osten. So, Osten. Und hier Süden war da. War es hier schon Süden? Nein, zu früh Süden. Hier müssen wir Süden. Jetzt wieder Osten. Und hier erst einmal. Wir hätten auch einfach hier rein und dann Richtung Norden. Dann wären wir auch schon da. So, ich wollte auf Exit. Dann gehen wir hier mal rein. Und dann so weit Norden, wie es geht. Und dann diese Richtung. Genau. Dann müssen wir hier Norden, Osten, Süden. So, Norden. Osten. Früh Süden. Jetzt hier. Und hier wieder Osten. Und dann könnten wir ab hier, glaube ich, schon. Ja, richtig. Hier können wir durchgehend nach Norden. Den Raum hatten wir schon, das heißt weiter Norden. Den Raum hatten wir aber noch nicht. So, ist das ein Raum oder Gang? Ich glaube, das rote Wand. It look would was? The lock would prove a good challenge. Das scheinen Höllenhunde zu sein, da drinnen. Das heißt, hier müssen wir noch mal hin. Höllenhunde. Das ist ein interessanter Buchstabe, aber egal. Machen wir nochmal. H, O, E, L. Höllenhunde. Da muss ich nochmal hin. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.